Okay, ich könnte ja noch eins hochgehen, aber ich bezweifle, dass wir da fündig werden. Das ist die Stelle, die ich gesehen habe im Video. Also ich habe ja die, also jetzt das Video kann ich ja mal schnell sagen, ich habe ja bei Murky das Video geschaut. Also reingeschaut und ich würde sagen, der war hier. Das war die Stelle. Da würde ich noch sagen, da stand da hier oben und hat noch gemeint, dass man von der Baustelle beschossen werden kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber anscheinend scheint das wirklich eine Spawn-Ecke hier oben zu sein. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob es wirklich nur diese Stelle gibt. Zurzeit, aktuell, ich bin mir nicht sicher. Wir gehen erstmal rüber ins Krankenhaus. So. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Morphin finden. Alles voller Sch... Oh, hier ist schon mal eine Kiste. Die war vorhin, glaube ich, nicht da, ne? So. Epipen, herzlichen Glückwunsch. Ich kann einfach mal anstandshalber einen mitnehmen, so aus Freundlichkeit. Das ist gar nichts, das ist nur Müll. Okay. Gehen wir mal hoch, schau mal, ich würde gerne wirklich Epipen mitnehmen. Blutpack ist ja gerade so eine Sache, dadurch, dass ich es mir ja, glaube ich, nicht selber geben kann, bringt es mir wahrscheinlich auch nicht so viel. Was? Okay, hinter mir ist er noch nicht. BZW oben. Echt geil, ne? Wie man das Krankenhaus komplett begehen kann. Das finde ich schon ziemlich cool. Ich frage mich, warum das nicht in der Standardmod auch drin war alles. Warum das hier nicht eingestellt wurde oder ich... Pff. Weil ganz ehrlich, beim... Schon wieder Epipen. Wie das Krankenhaus ja standardmäßig ist, das ist doch kein Krankenhaus. Das ist doch eine kleine Nische. Alter, alles drin, was ich nicht brauche. So eine Scheiße. Gut, dann können wir ja von mir aus aufs Dach gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nichts gibt. Auf dem Dach, dass ich da nichts finde. Naja. War mir sogar... Hä? Ach, eine Lampe. Ich dachte, das ist ein Zombie-Kopf. Oh Mann. Okay. Immer wieder abchecken, wie viele Spieler sind. Naja, vier, komm. Einer davon in der Lobby. Verdammt. Das ist ja noch alles relativ easy. Aber wir nutzen ja auch die ersten paar Folgen eher zum Erkunden und ein bisschen kennenlernen und bla. Also von der Map. Wir können später dann wirklich... Oh, das kommen vielleicht noch Leute hinzu. Ich habe ja jetzt gerade nicht die Wahl. Ist ja nicht so, dass ich mit Absicht einen leeren Server gewählt habe. Ich könnte zwar auf einen gehen, der voll ist, dann habe ich aber locker einen 200er Ping oder sowas, oder 250. Und das ist ja auch nicht das Rätsels Lösung, würde ich mal sagen. Oder nicht im Sinne des Erfinders. Ach, hier ist die andere Leiter, Mensch. Ich bin über diesen Weg ich so selten runter, dass ich das gar nicht weiß. Genau. Deshalb hoffe ich mal, dass es dann später voller wird. Vielleicht, wenn die Uhrzeit dann auch ein bisschen humaner ist. Oder wir schauen mal, ob wir dann wechseln, ob es andere deutsche Server gibt. Ich weiß es nicht. Ich muss auch mal schauen, wie lange ich aufnehme. Ich würde schon gerne eine ordentliche Session machen. Wiederum würde ich aber allerdings auch gerne Supermarkt... Ich finde das mal blöd, dass der die Waffe so blöd auf Anschlag hält. Guck mal, wie der Zombie da hinterherkommt. Und jetzt wieder hochgeht, weil er übelst nicht klarkommt in seinem Level. Ich würde natürlich auch gerne mit ein paar Leuten zusammen zocken, ehrlich gesagt. Ich will das ja nicht alleine spielen die ganze Zeit. Obwohl ich, wenn man das alleine spielt, vom Commentary her ein bisschen besser finde. Das ist für mich alles sympathischer, ein bisschen besser. Wenn man da mehr auf den Zuschauer eingeht. Die können wir nochmal kurz glotzen. Das International Hotel, das ist so übelst angepriesen hier gerade. Was sind denn diese Ausrufezeichen? Was bedeuten die denn? Warum ist denn hier keine Legende? Scheiße. Was bedeutet Ausrufezeichen? Alter, da zeigt mir... Das ist, glaube ich, eine Echtzeit. Du bist die Anzeige, oder? Habe ich das Gefühl. Also so eine... Oder? Das ist, weil das so aussieht wie... Das sieht nicht aus wie raufgemalt, das sieht aus wie ein richtiges... Ach, scheiße, keine Ahnung, egal. So, komm, wir gehen jetzt in das Supermarket. Kratzen noch ein bisschen Standardzeug hier zusammen und... Dann können wir, würde ich sagen, weiterziehen. Das Zeug können wir weghauen, das brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir nie? Ach, das CZ50-Zeug. Alter, fünfmal trinken. Trinken, würde ich sagen, lassen wir jetzt. Was brauche ich nochmal für Munition? PPK. Was haben wir hier? M1911. Ist der M1911 zufällig?
Da liegt zufällig eine M1911. Dann nehmen wir die natürlich lieber mit. So. Hat die gar keine Munition, die M19? Für die M1911? Ist ja krass. Sah so aus. 1-2. Da muss doch M1911 Munition dabei sein. Na also. So, einen Rucksack packen wir erstmal noch das Zeug mit rein. Das droppen wir wieder. Ach komm, ich scheiß auf den Epipen, ganz ehrlich. Kein Bock hier, mein Zeug. Guck mal, dann packen wir das noch mit Essen voll, dann ist der Rucksack eh so gut wie voll mittlerweile. Und... ja. So viel... ach, das ist eine Uhr, verdammt. Ha, Mist. Na egal. Wenigstens wissen wir schon mal, wie spät es dann ist. Und wir könnten, wenn wir noch eine Axt hätten, schon mal jagen gehen. Frank, das haben wir schon. Das hat er doch übernommen, oder? Ja. Okay. Wir könnten dann wirklich quasi gewissermaßen und so ein bisschen jagen. Oh yeah, ein Kompass, Ladies. Sehr schön. Oh yeah, noch ein Kompass, leck mich. Hm. Guck mal, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Wie viel Blut bringt uns das? Aktuell 97, dann haben wir 98. Guck mal, da können wir richtig verschwenderisch sein, wenn es denn hier schon so rumliegt. So, 99. Haben wir noch was, was wir direkt vom Boden auffressen können? Komm. Solange das hier auch noch rumsteht. Ich merke schon, wie ein Zombie mir den Nacken voll sabbert gerade. So. Nicht in die Beine, nicht in die Beine. Du kleiner Hoden, du. Das können wir droppen. Das nehmen wir erstmal mit. Erstmal mitnehmen alles und dann... essen und trinken kann man, glaube ich, nie genug. Doch, kann man. Kann man genug haben. Okay, wir müssen uns in die Richtung halten. Also doch da, wo der Spieler vorhin hingerannt ist auch. Das ist schon richtig. Wenn wir nämlich in die andere Richtung rennen, rennen wir in das Niemandsland. Wo nix ist, nix los ist. Das heißt, wir müssten schon ziemlich in die Richtung. Schnauze. Ich würde nochmal gerne die Karte anschauen. War die jetzt im Supermarkt? Ja, ne? Warte mal. Ja, richtig südlich die Küste runter. Bam. Dann kommen wir nach Krieg. Oder darüber. Wir gehen runter südlich und gehen dann links die Straße. Links die Straße weg. Südlich Küste, links Straße weg. Ich will erstmal an die Küste jetzt da runter. Dann würden wir nämlich zu diesem markierten Hotel kommen. Würde ich mir gerne mal angucken. Also sonst steht das ja wahrscheinlich nicht namentlich damit auf der Karte. Das muss ja wohl irgendwas Besonderes sein. Das ist, glaube ich, kein richtiger Heli-Crash, ne? Glaube ich, und lauf direkt dran vorbei, ohne mal zu schauen. Naja, komm. Scheiß drauf. Oh. Gehen wir hier nochmal rein? Ich glaube, hier spawnt immer gern Zombie dran, habe ich das Gefühl, oder? Okay. Ja, das hat sich ja super gelohnt jetzt. Egal. Wir können ruhig die Leute ein bisschen aufscheuchen jetzt. Jetzt ist es eh Peng. Wir hauen ja eh ab. Wow. Das müssen wir mal von draußen sehen. Wow. Na gut, die Animation ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber naja. Okay. Dann laufen wir hier runter. Wie gesagt, südlich runter und müssen dann links die Straße weg, die uns dann direkt zu dem Hotel führt. Ich hätte ja gern eigentlich noch ein Auto gehabt, aber irgendwie... ach Quatsch, ich habe nicht mal eine Toolbox und nix. Das ist ja alles hier Wunschdenken, was ich gerade mache. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Ich mache hier natürlich einen kurzen Cut rein. Wenn was passiert, schalte ich natürlich wieder dazu. Oder ich mache das damit rein, natürlich, ist ja klar. Und wir sehen uns gleich vielleicht bei dem Hotel wieder, wenn ich mich denn nicht verlaufe. Mal sehen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder nach einem kleinen Cut. Ich bin jetzt gerade ewig in 3 Tage die Straße hochgelaufen. Hier ging nix links ab. Vielleicht hätte ich das auch innerorts machen müssen, wo wir waren. Oder? Warte mal. Ey, jetzt sag nicht, jetzt kommt der Linksknick. Ich sehe gerade da oben die Häuser, da wollte ich euch jetzt mal kurz einweihen, aber... hä, ist das dieselbe Straße? Auf mich zu verwirren. Warte mal. Also, Hauptstraße. Was? Jetzt kommt erst der Linksknick? Ich bin so lang gelaufen. Auf der Karte war das doch ein Katzensprung, wo es dann links abging. Nee, das ist Keep... das ist doch schon der Ort unten, glaube ich. Das ist nämlich nicht... das finde ich nicht... das ist nicht der Linksknick, der zum Hotel führt, sondern das ist schon wirklich die nächste Ortschaft, die wir auf der Karte gesehen haben, weil
Ich wollte nämlich schon sagen, ich bin gerade übelst lang gelaufen. Und es würde mich wundern, dass das gerade mal so 2 Zentimeter auf der Karte waren, die ich gelaufen bin. Aber wir gucken uns das mal an. Das ist irgendwas mit K, das haben wir auch gesehen oben. Aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht das Hotel ist. Und der Linksknick, der zum Hotel 1 geführt hätte, wäre wahrscheinlich schon in der Stadt, wo wir am Anfang waren, gewesen, schätze ich mal. Weil ich bin die ganze Zeit wirklich der Straße gefolgt und da war nix. Ist übrigens cool, wie das hier so hoch geht in dem Wald, ne? Dann hier oben so die Ortschaft. Erinnert mich ein bisschen an einen Urlaubsort, wo ich mal war. Gerade hier hoch und dann oben war dann ein Hotel. Eigentlich, aber hier jetzt nicht. Gut. So, dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal, ob keiner guckt. Genau, das ist nämlich schon die nächste Ortschaft hier, die mit K. Jetzt haben wir schon mal zwei kennengelernt, die mit B und die mit K, die Ortschaften. Wir müssen uns ja nicht zwangshalber irgendwelche Namen merken, sondern. Warte mal, gehen wir erst unten oder erst oben? Gehen wir erst unten lang, komm. Okay, gehen wir hier rüber. Dass wir ein bisschen safe sind. Der Server wird langsam voller. Und ich muss niesen. Oh, unterdrückt. Brennt kaum in der Nase. Oh Gott. Entschuldigung. Ich höre die Zombies die ganze Zeit hier rumbrüllen, aber irgendwie. Irgendwie war es das auch. Mehr wie Geschrei ist das auch nicht. Ein bisschen Schiss wegen Spieler, ne? Weil das ist ja wirklich die Straße aus der City, wo man spawnt. Weil die Straße direkt rausging und hier reinführt. Also hier würde sich quasi jeder hin verirren. Ist natürlich jetzt ein bisschen so eine Sache. Na gut. Da geht's hoch, da wollen wir aber erstmal nicht hin, glaube ich. Nicht unbedingt. Alter, ich hätte liebend gern auch mal langsam eine Toolbox, einfach dass ich weiß, ich könnte, wenn ich wollte. Aber ohne Toolbox wird das hier alles nix. Aber wir haben auch noch gar nichts gefunden, fahrzeugmäßig, also dass wir jetzt irgendwas zurücklassen mussten. Da hockt einer. Da ist sonst nichts weiter. Okay. Da hinten ist noch ein bisschen Industrie, dann hört auch schon wieder die Geschichte hier auf, die Straße. Dann ist natürlich die Frage, wo gehen wir dann weiter? Wir könnten den Sandweg weiter folgen, mehr ins Landesinnere. Aber ich habe das Gefühl, ich habe dann keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich würde lieber der Hauptstraße da unten weiter folgen. Ist auch keine Toolbox, verdammt. Axt. So, wir gehen erstmal da hoch. Gucken wir mal, was da oben ist. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch ein Eckhaus gesehen. Oder sowas. Vielleicht, dass wir eine Map finden, dass wir nicht immer auf so eine großen Landkarten angewiesen sind. Dass wir uns ein bisschen besser orientieren können, so unterwegs, so quasi Orientierungshilfe to go. Weil diese großen Karten, ja gut, man sieht kurz, wo man ist, man sieht grob, wo man hin will, aber wenn man dann nochmal Unterstützung braucht unterwegs, dann weiß man leider nicht mehr richtig, wo man ist. Also ganz ehrlich, wenn ich hier eine Map finde und dann sterbe, dann ärgere ich mich richtig, weil eine Map ist hier schon ziemlich wichtig. Toolbox und Map. Toolbox und Map. Bitte. Eine Enttäuschung nach der anderen. Ein Arschtritt nach dem anderen. Mann, 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 Mann.